Sport betreiben macht Sinn. Einerseits, um sich zu bewegen, andererseits auch, um jungen Menschen Alternativen zu Computer, Disco und Alkohol aufzuzeigen. Der alljährliche ECE Basketball Schulcup ist ein erfolgreiches Beispiel dafür. Wir betreiben ja das seit sehr vielen Jahren und haben auch sehr viel Tradition. Und mit dem ECE Puls Schulcup haben wir ein neues Projekt, jetzt mittlerweile schon das dritte und vierte Jahr laufen, jetzt noch einmal aufgewertet. Und wir betreuen 1500 Kinder im gesamten Bezirk, über 20 Schulen, 80 Schulklassen. Und das ist eine tolle Geschichte für die Kinder hier in Kapfenberg und Umgebung. All diese Bemühungen greifen mit anderen Sportprojekten der Region ineinander. Engagement, gesunder Ehrgeiz und der Gedanke, vielleicht später einmal diesen Sport auch leistungsmäßig zu betreiben, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Für uns ist das Wichtigste mal, dass wir eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung hier anbieten und die Kinder sehr früh in der Volksschule abholen und zu sinnvoller Bewegung anleiten. Wir bieten ja auch das Gleiche in Bruck mit Handball an. Das heißt, wir haben es in zwei großen Ballspielsportarten. Und für uns ist das mehr auch ein soziales Anliegen, die Kinder über eine schwierige Zeit hinwegzubringen und bis in die Pubertät gut zu betreuen. Und wenn wir das schaffen, sind wir zufrieden. Und wenn dann zusätzlich der eine oder andere auch wirklich hängen bleibt im Sport, was ja der Fall ist, wir betreuen mehr als 250 Kinder auch in unseren Leistungssportmannschaften, dann ist das Projekt aufgegangen und dann sind alle zufrieden und mit dem ECE im Hintergrund läuft das auch sehr gut. Es ist eine wahre Freude für die Teilnehmer am ECE Pool Handball Schüler Cup, aber auch für jene, die für Motivation sorgen und die als Daumenhalter am Rande des Spielfelds stehen. Vor allem die Eltern wissen, dass ihre Kinder bei solchen Veranstaltungen gut aufgehoben sind. Ja, da haben die Eltern bei uns eine gute Plattform, ihre Kinder zu uns zu geben, weil wir wirklich darauf achten, diese Werte zu vermitteln. Und natürlich wird es den Eltern jetzt ein bisschen erleichtert, weil es ist sehr oft das Problem, es gibt viele Auswahlmöglichkeiten an Vereinen und Institutionen, die Sport anbieten. Wir gehen aber aktiv in die Schulen, bieten das dort an. Jedes Kind kommt mindestens viermal mit Handball oder mit Basketball in Kontakt und kann dann gleich ein Schnuppertraining absolvieren. Und somit haben dann die Kinder schon eine Entscheidungshilfe und dann können sie diese Entscheidungshilfe auch den Eltern weitergeben. Und somit versuchen wir auch den Eltern da ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, welche Sportart die richtige sein könnte für ihr Kind. Aus der Sporthalle in Bruck sind auch schon einige Spitzenhandballer hervorgegangen. Man merkt es sehr deutlich, dass Handball in Bruck eine sehr große Tradition hat, eine langjährige Tradition. Wir waren wirklich die Besten in Österreich. Wir sind auf dem besten Weg, wieder dorthin zu kommen. Und diese Tradition lebt natürlich in den Eltern, die aktiv daran beteiligt waren, in den Kindern, die jetzt beim Schulcup involviert sind, weiter. Und man merkt die Freude und die Emotion, die beim Spiel wieder aufflammt. Und wir sind auf einem sehr guten Weg, mit diesem Ballsport, mit Handball, die Kinder wieder zum Sport zu bringen und auch zum Handballsport. Und gerade im Sport lernen junge Leute auch mit Sieg und Niederlage umzugehen. Wir schreiben zwar das ganze Turnier unter den Titel aus, dabei sein ist alles und nicht der Leistungsgedanke steht im Vordergrund, aber mit dem Pfiff des Schiedsrichters und mit dem Freigeben des Balls ist die Begeisterung und der Ehrgeiz so groß, dass jeder nur mehr an den Pokal, den es dann am Schluss zu gewinnen gibt, denkt. Und dann merkt man wirklich, dass jeder einen großen Kampfgeist entwickelt.